Moin Leute, ich grüße euch zurück zu einer weiteren Part unseres Let's Plays Sly 2 unterwegs mit Bentley. Wir sind dabei, Mojo einzusammeln. Und ja, das heißt wirklich so. Und wir müssen jetzt erstmal wieder gucken, wo wir lang müssen. Auf jeden Fall ein hübsches kleines Minispielchen. Irgendwo dort hinten. Gucken wir mal, wegtechnisch sieht das aber alles sehr gut machbar aus. Ja, wir müssen ganz doll böses Mojo einsammeln. Oh, das ist jetzt da unten. Okay, cool. Let's go. Guck einfach mal, wie weit wir mit Bentley kommen. Warum traue ich diese Dinger hier nicht? Nutze die Fallen. Ja, jetzt würde ich erstmal gerne wissen, was macht hier was. Okay, das ist ein riesiger Flammenwerfer. Oh! Okay. Oh, das hier ist die Stampfe. Das ist auch eine Stampfe. Okay. Okay, wie lange dauert das, bis diese Knöpfe hier reaktiviert werden? Das ist ja schlimm. Oh, sehr schön. Das hat sich gelohnt. Knautsch. So, jetzt müssen wir kurz ein bisschen warten. Bis hier die Knöpfe sich wieder reaktivieren. Das ist so schlimm. Hab gerade gehört, irgendwas ist aktiviert. Keine Ahnung, was. Ah, okay. Eieieiei. Okay. Nautsch. Wow. Nee. Guck mal hier rüber. Brav. Dass wir davon aber nicht irgendwie erwischt werden, das ist auch irgendwie sehr seltsam, oder? Ah, nur eins weggebrutzelt. Okay. War's das? Nein. Knautsch. Für diesen Raum ist es genug. Anscheinend muss ich nur noch in eine Krypta. Naja, let's go. Also das hier war schon ein bisschen sehr seltsam mit diesen Rätselchen. Okay. So langsam macht es richtig Spaß. Ich habe dir einen weiteren Wegpunkt geschickt, aber er ist sozusagen begraben in einem Brunnen. Naja, du wirst schon sehen. In einem Brunnen? Das heißt, oh, ich muss hier dran erstmal vorbeikommen. Sieht's hier unten aus? Oh, das sieht gut aus. Perfekter Weg, würde ich sagen. Ja, so viel zum Brunnen. Hier unten. Okay. Wäre wahrscheinlich eine Abkürzung von oben gewesen, um hier runterzukommen. Okay, wir haben hier 4 Schalter. Was macht die Mitte? Okay. Keine Ahnung, was geht hier? Was macht das hier eigentlich gleich? Okay, shocking. Nein! Ich wollte eigentlich zuschlagen. Ist okay. Ist okay. Also links und rechts sind Flammen. In der Mitte lasse ich irgendwie diese komische Plattform herab. Ist okay. Warte mal. Oh wow, das hat gefühlt gar nichts gebracht. Ja, für die auf jeden Fall.
Oh wow, das Ding ist noch nicht aktiv. Oh wow. Ah, das Ding ist auch noch nicht aktiv. Aber wenigstens kann man das selber ein bisschen aktiv werden. Aber nur ein bisschen. Man muss hier so schnell sein. Vollgeladenen Mojo-Kollektor müsste ich Clockwerks Augen von dem Psycho-Quirl sprengen können. Das wird ein Riesenspaß. Okay. Sehr schön. Jetzt können wir endlich mit Sly ein bisschen rumrandalieren hier. Wir haben noch einen Schatz zu holen. Ich denke mal, darum werde ich mich gleich kümmern. Achso, ich muss erstmal den ganzen Weg hier wieder zurück. Ja, mal gucken. Bring mich mal bitte da so rüber. Was ist denn da hoch? Das ist schon mal nicht schlecht. Also für den Wasserweg ist das hier definitiv gut. Oh nein. Ja, ich höre Flaschen. Ist mir jetzt egal. Wir sind gleich mit... Wow! Mit Slime unterwegs. Let's go. Uff. Let's go. It's alive. Gut. Wir haben eine Mission, soweit ich das sehe. Aber ich denke, ich gönne mir... Gönne mir erstmal da hinten. Eine gute Stück. Hey. Das ist frech. Gleichzeitig hier runter schießen hier. Nicht schlecht. Okay. Habe ich meine Ruhe? Gut. Ah, wahrscheinlich war das hier so der Plan, um da so runterzukommen. Okay. So, Frage, wie kommt man jetzt da hoch? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Hier ist noch so ein Dingensschalter, okay. Hier gibt es aber auch nichts zum Hochklettern. Jedenfalls nichts von der Seite aus zu sehen. Auch hier ist nichts zu sehen. Okay, wie kommt man da hin? Muss man da jetzt irgendwie hinspringen? Und zack. Sehr schön. Oh ja, jetzt kommt der jetzt auf einmal her. Wo kommen die auf einmal her? Das ist so bitter. War es das jetzt? Ich hoffe es. So, ich hoffe, jetzt kann ich auch ein bisschen nachdenken. Wie kommt man jetzt da so ran? Okay, ja, ich habe so eine grobe Vermutung, wie das gehen könnte. Das ist natürlich... Wird das so alles klappen, wie ich mir das so denke? Ich denke mal eher nicht. Muss der genau hier lang kommen? Danke. Bleib genau da stehen. Oh, wow. Okay. Wie kommt man da dran? Das ist schon sehr brutal. Okay, 17. Gut. Würde ja bedeuten, dass das da hinten eigentlich auch solche Spikes sind, wo man drauf landen kann. Aber das sieht irgendwie nicht so nach solches aus.
Ah, ich weiß nicht. Wie komme ich an diesen einen Schatz dran? Ich höre eine Flasche. Da. Oh. Ach so, man kann das da oben nicht aktivieren, obwohl es eigentlich so einen Haken hat. Alles klar, das macht mal wieder super Sinn. Aber ich werde den ganzen Weg da hoch mich wuseln. Cool. Warum auch nicht? Ich habe ja auch sonst nichts zu tun. Okay, irgendwie geht das nicht. Okay, das geht tatsächlich nicht. Ah, jetzt. Dann machen wir einfach Mission. Warum hat er das da oben jetzt nicht genommen? Hallo? Ich drücke Kreis. Warum nimmt er hier gar nichts gerade? Haben wir Netzwerkprobleme? Da war ein Haken. Warum nimmst du jetzt... Bin er noch nicht. Mann. Okay, ich komme da nicht mehr dran. Keine Ahnung. Es ist so jank. Egal, wie komme ich da drüben hin? Wieso sind hier jetzt schon wieder Wachen? Wie spawnen die einfach? Das ist ja bitter. Wenn die einfach respawnen, dann wird das richtig ekelhaft. Keine Ahnung, ob das so intended ist. Au! Bye bye. So. Ich höre Flasche. Da oben. Das ist so seltsam. Okay, ich will nur diesen einen verdammten Schatz haben. Wie komme ich da jetzt hin? Bin ich denn hier jetzt schon wieder? Hä? Oh, hier war ich schon mal. Zonk und Zonk. Danke für die Lebensenergie. Wie komme ich bitte schön an diesen einen Schatz ran? Höre was. Aber ich kann es leider nicht erblicken. Okay, egal. Ich mache jetzt die Mission. Okay, Sly. Da ist unser neues Einsatzziel. Schleich dich rein und zerstöre den Sarg der bösen Wolfspriesterin. Okay. Hey. Ungehobelt. Verdient das alte Mädchen eine solche Behandlung? Hast du nicht zugehört? Sie war eine böse Wolfspriesterin. Sobald du den Sarg zerschlägst, werden alle Geister befreit, die mit ihr eingesperrt sind. Okay, ich weiß nicht, was du damit bezweckst, aber eingesperrte Geister befreien klingt wenigstens heldenhaft. Okay, das kann man natürlich auch als solcher sehen, aber... Moralisch fragwürdig. Hey, ich will da rein! Erstmal Taschendieb. Let's go. So, sicher ist sicher. Kaputt machen. Finde das Grab der Wolfspriesterin. Ach, schön. Okay. Okay. Oh. Oh, das ist doch eine Riesenfalle.
Warum gehst du nicht braten? Oh ja. So, da drüben. Also klar. Bam, bam. Was hat der denn da abgeworfen, bitteschön? Auch nicht etwa diese komischen Spice-Wolken. So eine Statue. Versuch, den Sarg in der Mitte des Raums zu zerstören. Er sieht irgendwie, naja, böse aus. Da ist einfach mal eine Spinnenfigur drauf. Das heißt, es kann nichts Gutes bedeuten. Irgendwie habe ich so ein ganz komisches Gefühl. Fliegen die Geister jetzt hier durch die Gegend? Mit dem Imager in deinem Sichtkommunikator kannst du Geister einfangen. Habe ich die Jungs nicht gerade erst befreit? Warum sollte ich sie dann wieder einfangen? Keine Sorge, das ist nur von kurzer Dauer. Sammle alle Geister ein und lass sie dann im Schornstein von Nilas Hauptquartier wieder frei. Oh. Ich verstehe. Sie wird glauben, das sei ein Angriff der Komtesse. Korrekt. Wenn ich meine Hausaufgaben richtig gemacht habe, und das mache ich immer, reagiert Nila auf den Angriff, indem sie weitere Söldner anheuert. Alles Schlechte für die Komtesse ist gut für uns. Und wir jagen Nila einen Schreck ein. Cool. So, ich soll die Viecher jetzt hier einfach fotografieren und damit sind die dann gefangen. Das ist jetzt die Logik dahinter, ja? Etwas seltsam, ist aber okay. So, boing. So, Geisterfoto, let's go. Hat das gezählt? Ich glaube ja. So, jetzt du noch. Aber oh, bist zu weit weg, was? Ah, okay. Vor allem, dass die Wachen darauf auch überhaupt nicht anspringen, ne? Ah. Ja, direkt unter mir. Okay. Das ist ja eine doofe Position dann hier. Gucken, ob man hier irgendwas machen kann. Sehr gut eingefangen. Wirklich sehr gut eingefangen. Profi-Fotograf am Werk. So, was mache ich denn jetzt damit? Das ist ja ganz blöd. Ja. Ob der mir noch entgegen? Natürlich nicht so angenehm. Da unten. Sehr schön. Was? Wo ist der Weg? Wo kommt der jetzt her? Eine Flasche. Aber ich sehe sie nicht. Ja, ist klar. Ey. Weg mit dir. So, wo sind meine Ziele? Da oben. Da unten. Irgendwo da so. Klasse. Wow, es ist nerviger, als ich erwartet habe, diese Mission. Hallo. Sehr schön. Geisterjagd, mal ganz anders. So, wir haben jetzt 4 von 9. Könnte man schon fast sagen Halbzeit, aber... stimmt auch nicht so richtig irgendwie.
So, kann man von hier aus Dinge tun? Hoffe es einfach. Ich glaube, der ist zu weit weg. 1, 2, 3. Ah, ihr seid so doof positioniert. Oh. Ey. Das ist nicht dein Ernst. Wir hängen wirklich an jeder Ecke. Warum darf ich kein Foto machen? Das kann nicht sein. Hä? Okay. Okay, das ist schon mal... Sag mal, was war denn das jetzt? Ich hatte doch gerade den Cursor. Jetzt. Nice. Ja. Also, das hier Geisterjagd zu nennen, ist ja wohl die blankeste Übertreibung, die ich je gesehen habe. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man da rankommt. Also wirklich, ich habe keinen Plan. Ich sehe aktuell noch keinen Weg. So, da oben ist einfach meine Flasche. Kommen wir da so ein bisschen ran? Ach komm, einfach darauf. Danke. So, Geist. Oh ja. Perfekt. Auch nicht. Oh, das ist ein schöner Shot. So, noch drei? Oh Mann, ey. Muss langsam Episode schließen. Dein Ernst. Wo ist der jetzt hin? Ey. Okay. Nett. Nimmt da den Kreis nicht? Ach doch, ich habe bestimmt irgendwelche Netzwerkprobleme gerade. Und ja, das Spiel wird halt gestreamt über den Premium-Service von PlayStation Plus, den ich kürzlich wieder verlängern musste. Auch dafür nochmal wieder ein Dankeschön an meine Supporter. Ey, das ist hier nicht euer Ernst. Ich dachte, die Mission könnte ich mal eben schnell abschließen. Nein, natürlich geht das nicht. Das ist so eklig. So, eins. Da oben. Oh, komm. So. Jetzt gönnen wir noch das andere Foto. Dann sind wir mit der Mission fertig. Mit dir. Der ist jetzt irgendwo da oben, oder wie?
sorry Leute, diese Folge wird ein klein bisschen mehr Überlänge haben. Ich muss noch weiter höher. Ich krieg einen Rappel hier. So, letztes Foto, bitte. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich bin nicht nah genug dran. Wen wollt ihr das bitte schön verkaufen? So, jetzt muss es aber passen. Ey, wie nah soll das jetzt bitte noch sein? Also, das ist ja jetzt wirklich ein bisschen sehr unnötig, oder? Das ist so unnötig jetzt. Das geht alles nicht. Das sind jetzt so ekelhafte Zeitfresser. Sehr, sehr unangenehm. So, jetzt aber hier. Als ob das nicht zählt. Okay, Sly. Du hast alle Geister. Mach dich auf den Weg zu Nidas Hauptquartier und wirf sie in ihrem Schornstein. Ey, wir sind noch nicht fertig. Das kann langsam echt nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Leute, versteck mich hier und wir beenden die Episode. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!